Da kommen unsere Hobbybotaniker, Marieke und Aaron. Die beiden streifen durch Wald und Flur auf der Suche nach Blütenpflanzen für ihr Herbarium. Und es gibt sehr viele verschiedene Blütenpflanzen. Hier haben wir zum Beispiel einen Wiesenpipau. Man ordnet die Blütenpflanzen in Familien, die sich besonders in der Form ihrer Blüten unterscheiden. Dieser Film zeigt einige davon. Das ist ein Heckenrosenstrauch. Er gehört zur Familie der Rosengewächse. Und zweifelsfrei zählen wir 5 Kronblätter in der Heckenrosenblüte. Und es gibt noch mehr Unterschiede zum Kreuzblütler. Die Blüte der Heckenrose hat 5 Kelchblätter und 5 Kronblätter, die radiärsymmetrisch auf jeweils 5 Achsen angeordnet sind. Früchte kann man in Gruppen einteilen. Was genau ist eine Himbeere? Wem diese Frage blöd vorkommt, dem sei gesagt, eine Himbeere ist jedenfalls in streng botanischem Sinne keine Beere, sondern eine Sammelsteinfrucht. Die ganze Frucht besteht aus vielen kleinen Früchtchen, die gemeinsam einen fleischigen Fruchtstand bilden. Jedes kleine Früchtchen hat seinen eigenen Stein, in dem der Samen liegt. Alle Blütenpflanzen haben eines gemeinsam. Sie vermehren sich über Samen, die in der Blüte befruchtet wurden und heranreifen. Irgendwann lösen sie sich dann von der Pflanze und verbreiten sich. Zusammen mit der Frucht oder auch alleine. Wie sie sich lösen und verbreiten bzw. verbreitet werden, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an.